Sie sind überall. Ich entdecke sie am Himmel. Da! Legitaria 51. Da, da, da! Und Backstage. Da, da, da. Ja, manchmal sind sie so klein, dass man sie kaum erkennen kann. Aber ich finde sie trotzdem. UFOs. Ultra coole Fingerorakel. Jetzt. Hallo und herzlich willkommen in der Legitaria 51. Mit diesem allerersten UFO-Video schenke ich dir einen genialen Baukasten für endlos langen Spielspaß in Jimi Hendrix oder Stevie Ray Vaughan-Style. Geil, oder? Ich weiß ja nicht, ob du das Trailer-Video zu den beiden brandneuen Kurzformaten UFO und Spiel mit mir gesehen hast. Wenn nicht, so macht das nichts. Das kannst du ja später immer noch nachholen. Aber es lohnt sich. Im Trailer-Video hatte ich dich nämlich gleich zu Beginn dazu herzlich eingeladen, mir deinen ganz persönlichen Wunsch für das erste UFO und dem damit gekoppelten Spiel mit mir Video in die Kommentarbox zu schreiben. Das haben auch wirklich verdammt viele gemacht. Und häufig kamen dort Namen wie Jimi Hendrix und Themen wie Rock, groviger Blues mit coolen Licks und Fills auf dem Tisch. Ja, und um all diese Dinge für dich unter einen Hut bzw. auf ein Blatt Papier und in ein Video zu bekommen, habe ich mir verdammt viele Gedanken gemacht und bin jetzt mit dem Endergebnis sehr zufrieden. Denn das, was dabei herausgekommen ist, macht wirklich saumäßigen Spaß. Und das, was ich dir gleich zeigen werde, das sollte jeder Blues- und Rockgitarrist wirklich drauf haben. Ja, und ich versichere dir, all deine Guitar Heroes können dieses Zeug selbst noch morgens um 4 mit 40 Grad Fieber und 4 Promille aus dem Ärmel schütteln. Aus dem angekündigten Kurzformat ist aber dadurch leider wieder ein ziemlich langes Video geworden, welches ich aber um keinen Preis dieser Welt kürzer machen wollte, weil es ja darum geht, dir alles genau zu zeigen. Für deinen ganz persönlichen Jam-Spaß. Aber ich verspreche dir, dass es in Zukunft natürlich auch kürzere UFOs geben wird. So, nun zur Sache. Dieses allererste riesengroße Begrüßungs-UFO hat 4 Antriebsaggregate bzw. 4 Level, von denen du die ersten beiden Level auch gerne überspringen kannst, wenn du den E7-Kreuz-9-Akkord bereits sehr gut kennst und die E-Moll-Pentatonik bzw. Blues-Skala, möglichst auch auf dem ganzen Brett. Dann fliegt dein UFO auch mit nur 2 Triebwerken und du kannst getrost bei Level 3 starten. Wenn dir dann trotzdem noch einiges unklar sein sollte, so kannst du dank der Kapitelmarkierung am unteren Bildrand die beiden anderen Antriebsaggregate bzw. Level nochmal anfahren. Den Anfang von Level 1 würde ich mir trotzdem reinziehen, denn dort gibt es eine kurze Einleitung und die Möglichkeit, den Stevie Ray Hendrix Jam Baukasten per Screenshot in deinen digitalen Werkzeugschuppen zu verladen. So, hier macht gleich mein Kollege weiter und wir sehen uns nachher nochmal im Spiel mit mir. Ich gehe jetzt ins Mannschaftskino und ziehe mir da einen alten Kinski-Film rein. Und für dich gibt es jetzt nochmal die dreiteilige UFO-Hauptdirektive. Und dann geht's auch sofort los. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Die dreiteilige UFO-Hauptdirektive. Erstens, UFOs sind kleine Entdeckungen aus dem Forschungslabor der Guitaria 51 oder meinem täglichen Unterricht. Und kurze, aber in sich abgeschlossene Geschichten, hinter denen immer ein besonderes Erlebnis steckt. Ihre primäre Aufgabe ist es, die Inspiration und erforderliches Wissen für dein eigenes Spiel zu einer Vielfalt von Stilistiken und Gitarrenphänomenen zu liefern. Zweitens, UFOs haben immer ein Mutter- oder Schwesternschiff in Form eines bereits veröffentlichten Guitaria 51 oder Patreon-Videos und sind nummeriert, damit du sie bei Bedarf in der UFO und Spiel mit mir Playlist auf dem Guitaria 51 YouTube-Kanal schnell wiederfindest. Ha, leider sind UFOs so winzig, dass sie nicht auf der Guitaria 51-Webseite auftauchen. Deshalb gibt es für UFOs, sorry, außer für die Guitagents auf Patreon, keine PDF. Jedoch werden für alle UFO-Sichter entsprechende Griffbrettlandkarten und rhythmische Fahrpläne zwecks Screenshot deutlich eingeblendet. Und drittens, direkt im Anschluss an jedes UFO folgt immer ein Spiel mit mir Video, in dem ich mit dem kurz zuvor gezeigten UFO ein paar Minuten herumfliege, um dir so ein paar Ideen zu liefern, wie du dein eigenes UFO fliegen könntest. Dabei kannst du entweder mitspielen, dazu jammen oder einfach nur zuschauen. Aber Achtung! Wenn du ein UFO nach spätestens 10 Minuten nicht mal ansatzweise selbst fliegen kannst, so lass bitte die Finger davon. Dann ist es wahrscheinlich noch zu schwer für dich. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß. Level 1. E7 Kreuz 9. Kennst du? E7 Kreuz 9? Also, wenn dieser Akkord ein Schauspieler wäre, dann wäre er so bekannt wie Johnny Depp oder Will Smith oder Tom Hanks. Und, ja.
Dieser Akkord ist so wichtig. Stell dir vor, du bist Klempner. Das ist deine Rohrzange. Also wenn du Blues spielst oder Rock, Classic Rock oder Jazz, ist das deine Rohrzange als Klempner. Okay, wir hören uns den mal an. Guck mal hier. Das ist er. Achtung. Boah, klingt der scheiße, oder? Also eher so Klaus Kinski Kreuz 9, aber der hat sehr viel Charakter. Hör auf wieder sein Witzboy. So, dann gucken wir uns jetzt mal an. Das gibt ganz viele Griffe dafür. Ich habe hier mal ein PDF vorbereitet. Ich habe 5 Stunden an dieser Karte gesessen, hier an diesem Blatt. Das ist für dich ein Baukasten für ewig viel Spaß. Und das gehen wir jetzt mal gemeinsam durch. Ich habe hier eine Kamera installiert, damit ich dir ganz genau hier auf der Karte das eben auch wirklich live zeigen kann, was jetzt geschieht. E7 Kreuz 9. Das ist ein Griffbrett aus der Tonart G-Dur E-Moll. Okay, so, der E7 Kreuz 9 ist ja eingezeichnet. Hier ist ein E, das ist der Grundton. Dann ist hier das Gis, das ist die Dur-Terz, da kommen wir gleich noch zu. Das ist die kleine Septime D und das ist die Moll-Terz, was hier als Kreuz 9 sozusagen deklariert wird in dem Akkord, weil die Dur-Terz ja schon bereits vergeben ist. So, also, der Griff geht so. Das ist eigentlich ein Akkord, ich sag dir auch gleich mal, wo der herkommt. So, guck mal hier, also Mittelfinger, 7. Bund, es geht los. 7. Bund, A-Seite, Grundton. Achso, ich habe die Strat genommen, damit das ein bisschen einen dreckigen Sound eingestellt, damit es mehr näher an Hendrix oder Stevie Ray Vaughan ist. So, Zeigefinger, also Mittelfinger, Grundton E, Zeigefinger, Dur, Terz, Gis, 6. Bund, D-Seite. Ringfinger, 7. Bund, G-Seite, kleine Septime, D. Und der kleine Finger, das ist die Kreuz 9, okay? So, du kannst im Grunde alle Saiten anschlagen, weil es ja ein E7 Kreuz 9 ist, bleiben ja nur noch die E-Saiten über. So, vielleicht kennst du bereits schon einen, ich gehe das mal kurz durch, damit du weißt, was es ist, woher er kommt und wo er auch vorkommt. Okay, also, E9, kennst du vielleicht, wenn du mal Blues gespielt hast, oder Jazz, ne, das ist ein E9. Und die Kreuz 9, also das, die 9 ist, wenn man das mal durchzählt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kleine 7, 8, 9, dann ist es das Fis. Und das Fis, ein Halbton höher, ist sozusagen ein Fisis, ist ein F mit einem Kreuz, also ein richtiges Kreuz, ist ein Doppelkreuz und hier in diesem Fall als Kreuz 9 bezeichnet. Ne? Der hier, Klaus Kinski, Kreuz 9. Leck mich doch am Arsch weg! Okay. Denk mal, Moment, ich überhaupt gekommen, wo ich dir in die Fresse haue. Wo kommt der denn vor? Eigentlich kommt er aus der Tonart C-Dur A-Moll, das ist aus der Moll-Kadenz. Kennst du eine Moll-Kadenz in A? Ja, ne? Guck mal hier, ich mach das mal hier, damit wir gleich da in der Ecke bleiben. A-Moll. Hier. D-Moll. Und dann E7 Kreuz 9. Und dann, ne? Wir sind ja eigentlich in der Tonart A-Moll unterwegs, da ist das G ja eher zu Hause als das Gis. Ne? Kannst du hier mit dem Zeigefinger auch einen kleinen Barré machen. Und dann ein B9 draus machen. Also A-Moll, D-Moll, E7 Kreuz 9, B9, A-Moll. Okay, ich wollte es jetzt nicht so lang machen. Das Grandiose an diesem Akkord ist, dass er 2 Terzen hat. Also ne, die Kreuz 9 ist ja eigentlich eine Moll-Terz. Also eigentlich ein E-Dur-Akkord. Hier ist das Gis. Und ein E-Moll-Akkord. Da ist nämlich die Moll-Terz. So, und beide Töne, wenn ich jetzt mal nur diese beiden Töne spiele, hier ist ein Gis und ne, hier Gis und da ist ein G. Achtung! Das klingt eben so richtig schön scheiße, aber auch wieder geil. Und wenn du jetzt hier mit dem Zeigefinger einmal tiefer gehst, dann hast du hier ein G und einen kleinen Finger hier hin, dann hast du da dein Gis. Klingt immer noch scheiße. Weißt du, wer das noch kennen könntest? Kennst du, pass auf, hier, ne? 16. Bund, dünne E-Seite, Gis. Und 20. Bund B-Seite, greife ich jetzt hier mit dem Ringfinger. Kennst du den Film Psycho mit Anthony Perkins? Hier, Norman Bates, auch ein komischer Vogel. Hier, Duschszene. Da ist er auch drin. Ne? Also die kleine Sekunde ist das dann. Also eben A-Moll, D-Moll, E7 Kreuz 9. E7, B9 und wieder A-Moll. Da kommt er her, aus der Moll-Kadenz in A. So, wo kommt er denn jetzt vor, der E7 Klaus Kinski Kreuz 9? Gucken wir mal. Hendrix Riffs, die spare ich mir mal für später auf. Kommen wir ja noch zu. Das ist dann was für die späteren Level. So, aber kennst du die Band Free?
Die haben ja All Right Now gemacht, natürlich noch ein paar andere Songs, aber ein ganz bekannter Song, den hat auch Mr. Big gecovert. Und zwar der Song von Free heißt Mr. Big, weswegen Mr. Big den wahrscheinlich auch gecovert haben. Ganz einfaches Riff. Das ist alles. Okay, das ist Mr. Big von Free. Dann gibt es da noch mehr natürlich. Hier, kennst du bestimmt auch. Kennst du Gotthard? Das ist eine Schweizer Metalband. Die haben mal von Deep Purple einen Song gecovert, der heißt Hush. Da ist auch die Akkordfolge drin von Hey Joe. Hier, warte mal, wie geht der noch? Und dann G und dann G und dann A und wieder. Hier ein Song, wo der noch vorkommt, auch mega, und zwar von Kansas. Der fängt zwar jetzt nicht mit E an, sondern mit A, aber wenn der E7 Klaus Kinski Kreuz 9 kommt, ist die Wirkung großartig. Achtung, wo geht er los hier? Carry on my wayward son. Na 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 da ba 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 ba. Da 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 ba 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 da. Da 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 ba 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 ba. Kürz mal ab. Hier, yeah, jetzt. Großartige Nummer von Kansas. Großartig. Wenn der E7 Kreuz 9 kommt, bam. Level 2. Die Couch. Die Couch der E-Moll-Pentatonik bzw. E-Moll-Blues-Skala. Kennst du die? Weißt du, was die Couch ist? Hatte ich schon im einen oder anderen Video gesagt. Achso, ich verlinke die Videos, die Mutter- und Schwesternschiffe, unter dem Video. Also ich blende das hier nicht mehr ein, sondern ich mache es unter dem Video, weil ansonsten klickst du weg und dann hat das hier keinen großen Sinn für dich. Dann ist hier die Reise für dich zu Ende. So, die Couch. Also, E-Moll-Pentatonik. Wir gucken mal wieder gemeinsam auf unsere Karte. So, einmal hier ist die E-Moll-Pentatonik Box 1 im Bereich der Leerseiten. So, und die Couch bezeichnen wir hier immer als diesen Kasten, wo man, wenn man das jetzt ohne Leerseiten spielt, wie zum Beispiel hier im 12. Bund, nur den Zeige- und den Ringfinger benötigt. So, die Blue Note habe ich jetzt nicht weiter eingetragen. Das wäre jetzt der Ton B-Flat. Hier einmal im 13. Bund oder im 1. Bund und hier einmal im 15. Bund oder hier im 3. Bund. Na, guck mal hier die Couch, also ne, E-Moll kennst du als Akkord natürlich oder auch E-Dur hier. So, und jetzt haben wir hier diese drei Saiten, wo der Fingersatz so optimal ist, dass natürlich jeder damit gern herumspielt, auch hier oben. Genau, so, und diese Couch, ob du es nun glaubst oder nicht, diese Couch füllt das komplette Griffbrett in jeder Tonart. Jetzt sind wir hier in E-Moll, das ist ein Griffbrett in E-Moll, hatte ich schon gesagt, füllt das komplette Griffbrett aus. So, und natürlich, deswegen ist hier auch dieser geschwungene Pfeil, das A, beziehungsweise was du auf der offenen A-Seite hast hier, das hast du natürlich auch im 5. Bund auf der dicken E-Seite. Und die Couch, ich habe hier nicht weiter noch drin rumgemalt, ich wollte es nicht noch unübersichtlicher machen, aber damit das alles klar strukturiert bleibt, hier ist dieser eckige Kasten, das ist dann auch wieder die Couch. Okay, also alles, was du hier hast, in dem Bereich, Grundton da, ne, zweiter Bund D-Seite, da ist ein E, dasselbe hast du, dieselben Töne, hier im 5. und im 7. Bund auf der E, A und der D-Seite. Hier A, B, D, E, G, A. Also A, B, D, E, G, A. Und dann so, also, wenn das hier, diese sechs Dinger hier in Verbindung, hier, genau, hier, Klaus Kinski, Kreuz 9, das wäre jetzt, kennst du Werner Herzog? Das ist ein Regisseur, der mit Klaus Kinski immer so eine Hassliebe gehabt hat. Genau, das wäre jetzt Werner Herzog. Ne? Und wenn das eine Stadt wäre hier, diese sechs Dinger hier, dann wäre das sowas wie New York oder Rio oder Tokio, ne? Also eine Großstadt hier.
Und natürlich gibt es da auch wieder jede Menge Beispiele. Ich hatte vorher auch schon ein paar gemacht hier. Wo war denn das hier? Carry on my wayward son. Hier. Da hatten wir auch ein paar Töne aus der Couch schon. Das waren diese hier. Oder was hatte ich hier noch? Mr. Big von Free. Da waren es nur zwei. Ich habe mir noch ein paar andere aufgeschrieben. Whole Lotta Love von Led Zeppelin hier. Ne? Da fängst du dann hier an. Und dann dieser Power Chord. Ne, genau. Oder zum Beispiel, oh mein Gott, das gibt so wahnsinnig viel. Black Knight von Deep Purple hier. Ne? Genau. Also das zum Beispiel. Oder hier Metallica. Ne? Wenn jetzt hier. Ne? Da gibt es so wahnsinnig viel. Hier bei Metallica. Die Blue Note hier im sechsten Bund. Das B-Flat. Okay, so, das ist die Couch der E-Moll-Pentatonik bzw. Blues-Skala. Ich beschränke mich jetzt mal nur auf diesen Bereich hier, ne, also diesen eckigen Kasten hier im 5. und 7. Bund auf der E, A und der D-Seite. Die Couch, welche du überall wiederfindest. Und natürlich auch oktaviert überall woanders. Level 3. Stevie Ray Hendrix. Jetzt geht's um die Main-Riffs. Ich habe nämlich einen geilen Baukasten, hatte ich ja schon gesagt, für dich zusammengebaut. Wir werfen wieder einen Blick auf den... auf die Karte hier, auf die große. So, hier oben ist wie gesagt das Griffbrett. Hier sind schon ein paar Akkorde. Es kommt alles noch. Was wir jetzt bereits kennen, ist einmal die E-Moll-Pentatonik, die Couch, einmal hier und unseren E7-Kreuz-9-Akkord. So, jetzt geht es an die rhythmischen Fahrpläne hier. Und zwar, ich nenne es immer das Gitarrelis-Rhythmus-Raster. Okay? So, hier oben 4/4-Takt, eine 16-Kette. 16 zählt man so. Eine und die Zweie und die Dreie und die Viere und die... Ja, habe ich nicht erfunden, hört sich ein bisschen an wie in der Weihnachtsbäckerei. Ja, guck mal hier, aber wenn du jetzt 16 spielst, wir gehen mal kurz in die Praxis. Guck mal hier, also eine und zwei und drei und vier und alles mit Wechselschlag, ja. So, am besten ist, wenn du einen Fuß mitlaufen lässt, auch schon mal geil, aber den Fuß nur auf die Viertel. Also nicht eine und zwei und drei und vier und... Wenn das noch nicht geht, scheißegal, aber kümmere dich drum, das ist echt wertvoll. Also trittst du nur die Viertel. Ich mache mal die Gitarre ein bisschen aus hier. Eine und zwei und drei und vier und eine. Okay, jetzt haben wir hier zuerst das Jimi Hendrix Foxy Lady Pattern. Beispiel 1. 1 und 2, E3 und 4, E1 und 2, E3 und 4 und. Okay, so. Also. Nimmst du jetzt erstmal die Kreise da drumherum, komme ich gleich nochmal zu, nimmst du erstmal deine Gitarre, machst irgendeinen Sound an hier und dann nur scratchen. Das heißt, du stopfst mit deiner Greifhand die Saiten ab, dass nur noch ein Geräusch zu hören ist. Das hat Hendrix übrigens auch immer sehr gerne gemacht, hier auch in Verbindung mit dem Wawa. Ne, also stopfst du ab hier, also machst du das hier, 1 und 2, E3 und 4, E1 und 2, E3 und 4 und 1 und 2. Und nur das zählen, was du auch spielst. Also nicht alles durchzählen, weil es erkennt keinen Arsch, wenn du in der Lage bist, 1 und 2, E3 und 4, E1 und 2, E3 und 4 und, dann hast du die Rhythmik ja schon herausgebracht und kannst sie dann auch so viel einfacher nachspielen. Gut, okay, so, jetzt gucken wir uns mal an, was hier Masse ist. Wir gucken wieder auf unseren rhythmischen Fahrplan. Und zwar siehst du hier und da mal einen Kreis um die Anschläge. Und zwar, das steht hier unten links, das ist dann der Akkord. So, wenn du jetzt mit deinem E7 mit Klaus Kinski Kreuz 9 unterwegs bist, so, du kannst den Akkord die ganze Zeit gedrückt lassen. Ja, aber nimmst dann einfach nur den Druck von den Fingern. Und wenn du jetzt so einen Riff spielst, ist vielleicht ein bisschen tricky, wenn du das noch nie gemacht hast, aber alles, was jetzt hier keinen Kreis hat, das sind in erster Linie erstmal die Grundtöne auf den Bassseiten. Ne? So, jetzt schlage ich aber mehr an, wenn ich das mache, als nur die dicke E-Seite. Ich schlage eigentlich alles an, aber ich habe den Akkord gedrückt und den Druck weggenommen,
Also ich habe den Akkord hier unter den Fingern, aber ich drücke die Saite nicht runter, sondern stopp sie ab. Dann bekommst du nur ein Geräusch. Das ist für solche, dann kriegst du so einen schön schrottigen Sound. Das ist aber gerade für so eine Songs ist das Gewürz. Das Gewürz. Ne? Also machst du das hier quasi. Eins und... Ne? Also da, wo jetzt, wie gesagt, kein Kreis drum ist, nur die Bassseite. Du kannst den Akkord gedrückt lassen und dann gehst du jetzt die Rhythmik ganz langsam durch. Also 1 und 2, E3 und 4, E1 und 2, E3 und 4 und... So, warum habe ich jetzt hinten nichts gemacht? Da stehen jetzt, wir gucken wieder auf unseren rhythmischen Fahrplan, da stehen jetzt Töne drüber. Das ist nur ein Vorschlag. Du kannst da spielen, was du willst. Du kannst natürlich auch rhythmisch machen, was du willst. Das ist halt ein Baukasten, um erstmal reinzukommen. Ne? Erst Modell bauen, hier Lego-Technik. Ne, und dann kannst du selber basteln. So, da steht dann G, A, B, Flat, B. Da steht dann davor aufwärts. Aufwärts heißt, du spielst aufwärts. Ist ja irgendwie logisch. Ne, also hast du dann E7, Kreuz 9, also 1 und 2, E3 und 4, E1 und 2, E. So, da habe ich jetzt keinen Kringel drum gemacht, wie bei den anderen E's. Da ziehst du einfach nur über die Saiten drüber. Da kannst du auch mal die Leerseiten anschlagen, scheißegal. Weil wenn du jetzt zum Schluss hier... G machst und sollst dann das G, gemeint hier ist jetzt das G von der dicken E-Seite im dritten Bund, hier das G, 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 A, B, Flat, B, ne? Das sind alle hier vier Töne auf einer Seite, dann ist es natürlich relativ schwer von diesem Akkord innerhalb einer Sechzehntel hier in den dritten Bund zu kommen, okay? So, also hast du jetzt hier 3 und 4 und. Das sind jetzt die Töne. Also 1 und 2, 3 und 4, 1 und 2. So, mach das erstmal einfach nur mit deinem E7 Kreuz 9. Und baller einfach ein bisschen damit rum, tob dich aus, spiel andere Kombinationen. Ich meine, wie lang soll dieses UFO hier werden? Es ist eh schon zu lang. Aber, dass du da erstmal was hast, was funktioniert. Das ist wichtig, dass es funktioniert. So, und jetzt gucken wir uns das Stevie Ray Vaughan Riff. Stimme. Stevie Ray Vaughan Riff an, und zwar von Scuttlebuttin. Was so viel heißt wie, ich habe mal nachgeschlagen, ich wusste das gar nicht, mit dem Kopf vor eine Kohlenschütte stoßen oder Gerüchteküche, Klatsch, sowas. Keine Ahnung. Scuttlebuttin. Der Song ist im Original arschschnell. Da gibt es viele, viele Videos und Tutorials. Darum soll es hier gar nicht gehen. Die meisten können das eh nicht spielen. Aber die Rhythmik ist mega. Und ich habe hier dadurch, du kannst das ein bisschen langsamer spielen auch, das groovt wie die Hölle. Und zwar ist hier jetzt noch ein zusätzliches kleines Symbol. Das ist ein rotes X. Und das rote X findest du hier, wir gucken wieder auf unsere rhythmischen Fahrpläne. Das rote X steht hier unten rechts. Das ist ein sogenanntes Scratch. Also ein perkussiver Anschlag, wo du dann, was ich sagte, eben den Druck einfach wegnimmst. Hier machst du das. Ne? Dead Notes, Ghost Notes, was weiß ich. Ne? Gibt tausend Namen für diese Dinger. So, was haben wir denn hier? 1, 2 und 3 und 4 und. 1, 2 und 3 und 4 und. So, du kannst auch diese 16 erstmal weglassen. Aber das ist so, dass die Main, also die Hauptrhythmik von Scuttlebuttin hier. Ne? Also 1, 2 und 3 und 4 und. Auch hier wieder, mach es einfach. Versuch den Fuß durchlaufen zu lassen. Meinetwegen tritt auch einfach die Achtel. Scheißegal, Hauptsache du hast Spaß. Und Hauptsache, der Fuß läuft mit. Du kannst ja auch sonst ein Schlagzeug anmachen, aber dass du erstmal die Rhythmik in die Hand kriegst. Ne? Also, das sind hier quasi 1, 2 und 3 und 4 und. Ja, das ist der erste Takt. So, auch dieses Beispiel hat zwei Takte. Beispiel Nummer 2, ne? Stevie Ray Vaughan, Scuttlebuttin hat zwei Takte. So, da haben wir jetzt einen Lauf, der ist ein bisschen länger. Steht auch aufwärts. E, G, A. Ne? Also hier, was habe ich denn da geschrieben? Achso, ja, B-Flat, B, alles gut. Alles gut. Ne? E, G, A, das ist im Grunde genau dieselbe Idee. Ich kenne meine Zettel nicht. E, G, A, B-Flat, B. Ich habe 5 Stunden an dem Blatt gesessen, dass das alles darauf geht. Ich bin leicht nerdig, deswegen dauert es auch so lange. Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Scheiße. So, also E, G, A, B-Flat, B. Und dann kommt hier D, E von der A-Seite. D, E. Ne? Also hast du hier. Okay, also E,
Ne? Leerseite, G, dritter Bund. So, was den Fingersatz angeht, jetzt kannst du natürlich den Ringfinger nehmen. Wird ein bisschen günstig, wenn du dann noch zwei Töne spielen sollst. Ich mache einen Lagenwechsel. E, G, A. Dann von dem fünften, vom dritten in den fünften Bund. E, G, A, B, Flat, B, D, E. Und 2 und 3 und 4 und 1. So, dann bin ich wieder bei der 1. Okay, also 1, 2 und 3 und 4 und 1. Und 2 und 3 und 4 und 1. Du kannst auch irgendwas anderes spielen. Daddel damit rum, genauso wie mit dem Hendrix-Riff. Ne? Dass du es einfach erstmal nur mit dem E7-Kreuz-9 machst. Du kannst natürlich auch, wie gesagt, was anderes spielen. Das ist einfach erstmal die Idee. Riff 1, Riff 2. Das sind wie so Module, die kannst du nachher austauschen, auch untereinander gerne. Ne? Tob dich damit aus, jam damit rum. Ich komme nochmal wieder mit Spiel mit mir und da spielen wir zusammen. Level 4. So. Der 12-Bar-Blues. Jetzt bauen wir den ganzen Kram zusammen. Jetzt kommt alles zusammen. Alles, was wir bisher haben, gemacht haben, kommt jetzt alles zusammen. Wir gucken wieder zusammen auf unsere coole Karte hier. So, also wir kennen jetzt das Brett. Wir kennen den E7 Kreuz 9. Die beiden anderen Griffe kommen gleich noch. Wir kennen die Pentatonik. Wir kennen die Couch. Wir kennen die Blues-Skala. Wir kennen jetzt das Jimi Hendrix-Beispiel. Wir kennen jetzt das Stevie Ray Vaughan-Beispiel. So, und jetzt geht's los. Das hier rechts, das ist ein 12-Bar-Blues in E. Wenn du Blues spielst, dann kennst du das schon. Ich habe jetzt hier einfach mal E7 Kreuz 9 hingeschrieben hier oben, damit du sehen kannst, okay, ne, kannst du natürlich auch normalen E7 spielen oder irgendwas anderes. Ne? So, also, hier steht dann darunter, also ich habe die auch farblich markiert wieder, also rot, das ist unser Akkord hier, E7 Kreuz 9. Ne? Das ist hier, sind die ersten vier Takte. Die Takte habe ich auch durchnummeriert natürlich, 1, 2, 3, 4. So, wir haben immer zwei zweitaktige Beispiele, deswegen steht da drunter Beispiel 1 oder 2. Beispiel 1 oder 2, das steht da zweimal, weil es sind ja vier Takte, also Hossa. So, also, was haben wir denn? Wir fangen mal mit dem Hendrix an. Das ist ein bisschen einfacher vielleicht. So, also du spielst zweimal das hier. Ne? Haben wir hier, also. So, haha, das sind vier Takte. Jetzt kommt ein A. A7. So, wie machen wir das? Habe ich auch schon mal gemacht. Hier, Spiel mit dem Teufel. Tritonus, pass auf. Also, A ist grün. Kannst du hier sehen auf unserer Karte. Grün, das ist dieser sogenannte Shell-Chord. Shell kommt von Grippe oder ausgeschält oder geschält. Ne, sieht auch ein bisschen aus, vielleicht wie eine Muschel, weiß ich nicht. Ne? Also im Grunde bei einem sogenannten Shell-Chord. Also eigentlich ist auch unser E7 Kreuz 9. Da fehlt nämlich die Quinte. Ne, wir brauchen 1-3-7 Voicing, heißen die Dinger auch. Oder auch Freddie Green. Google mal nach Freddie Green, Mr. Rhythm. Ne, der hat die Dinger weitestgehend etabliert irgendwie. So, also, A befindet sich im fünften Bund auf der dicken E-Seite. Ne, wir sind hier unten bei unserem Fahrplan. Wir sind jetzt Takt 5 und 6. So, also entweder greifst du ein A, also wenn du Blues spielst, um Gottes Willen, dann kennst du das schon, A7. Das ist dann der hier, und zwar ein entkernter A7-Akkord. Hier ist ein A-Dur. Ne? Nimmst den kleinen Finger weg, hast dann A7. So, und jetzt nimmst du gar nicht alle Töne, sondern nur den Grundton. Fünfter Bund, dicke E-Seite A. Die A-Seite stoppst du ab. Da komme ich aber gleich nochmal zu. Mittelfinger D-Seite, fünfter Bund. Da ist die kleine Septime G. Kannst du auf der Karte sehen. Ne? A, G, Cis. Und mit dem Ringfinger im sechsten Bund der G-Seite den Ton Cis. Das ist die Dur-Terz. Da ist er. So, aber das A auf der Bassseite, Hossa, das brauchst du gar nicht greifen, weil, hier habe ich nämlich einen Fall gemacht, deswegen auch, weil das A bekommst du auch von der A-Grundtonseite, also von der Bassseite A geschenkt. Brauchst du also nichts greifen. Hier, gegriffen. Und halt von der offenen Seite. Da musst du natürlich aufpassen, höllisch aufpassen, dass du mit dem Daumen die dicke E-Seite abstoppst. Aber da guck dir mal an, wie Hendrix gespielt hat. Ne? Daumen die ganze Zeit oben drüber. So, also nimmst du jetzt hier einfach nur Zeige- und Mittelfinger. Ne? Das ist einfacher als der vielleicht.
Den brauchst du bei B allerdings gleich noch. Kommen wir aber gleich hin. Ne? So, und wenn du jetzt so zwei Finger brauchst, was sehr cool klingt im Kontext mit dem A7 hier, ist mit dem Ringfinger im 7. Bund die G-Seite. Oder halt hier der 5. Bund der G-Seite, das ist die Mollterz. Ne? Auch sehr geil, ne? Also hast du hier. Machst du exakt dasselbe, nimmst deinen Hendrix-Groove oder nachher den Stevie Ray Vaughan und dann spielst du einfach diese Rhythmik, die hier steht, mit dem A7-Akkord, also hier das Grüne. Wir gucken wieder auf die Karte. Leg dir die Karte zu Hause hin, guck da immer drauf. Guck auf die Karte. So, guck mal hier, ne? Also A, G, Cis oder A, G, Cis, hier nur zwei Finger. So, und das, wie gesagt, die Couch drumherum und ne, tup dich da aus. Guck mal hier, ne? Also hast du hier A. Und das Fill, was da ist, spiele ich erstmal gleich, solltest du vielleicht auch machen, leg dir eine Sache zurecht, die gut funktioniert und spiel die erstmal so lange, bis es läuft. Und dann, wenn es läuft, im Flow, dann fängst du an, das Ganze ein bisschen auszubauen. Das funktioniert eigentlich am besten. Okay, also was haben wir? Wir haben jetzt vier Takte E, zwei Takte A. Nochmal, also. Ne? Und danach kommt wieder zwei Takte E. Ich spiele das mal durch hier, Achtung. Eins, zwei, drei, vier, ja. Achtung. E. Ach so, ja, jetzt, pass auf. So, jetzt kommt ein B, weswegen ich gerade nicht weitergespielt habe. Wenn du jetzt das machst, landest du mit dem Ringfinger, ne? Wir sind jetzt hier Ende von Takt 5, 6, 7, 8, landest du mit dem Ringfinger auf der 4 und, hier, 3 und 4 und, auf dem B. Jetzt müsstest du theoretisch relativ schnell wechseln. Wir gucken uns kurz den B7 an. Wir gucken wieder auf die Karte. B7 ist B-blau. B, hier A. Ist dasselbe Voicing wie bei dem A. B, hier. Ne? So. Okay, so greifst du genauso, wie ich es dir eben gezeigt habe, mit dem A. Hier ist ein A. Und hier ist ein B. Gut, okay, so. Den müsstest du so greifen, weil leider kriegst du das B nicht von der dicken Bassseite geschenkt, es sei denn, du hättest eine 7-Seite, da hast du noch eine dicke B-Seite drüber. Aber habe ich jetzt nicht, scheißegal. So, also, ne? So, wenn du jetzt aber auf der 4 und im B ankommst, also 3 und 4 und, jetzt müsstest du ungünstig umgreifen, was auch geht. Ne? Um Gottes Willen, ich will keine Ameisen zählen, aber, ne? Machst es vielleicht anders, dass du vielleicht hier 3 und 4 und anders spielst. Guck mal hier, B, ne? Fängst beim B mal an. B, D, E, und jetzt nimmst du ein Fis. Kennst du die Töne aus dem B-Dur-Akkord, B7? B, Dis, Fis, A. Fis. Fis ist die reine Quinte. Kennst du vom Power-Chord hier? Ne? Ne? Hier ist ein Fis. Also kannst du das natürlich auch spielen. Es ist ja auch Bestandteil der Tonart. Hier ist das Fis. Mit dem C allerdings wäre ich vorsichtig. Egal, ne? Also quasi spielst du dann hier vielleicht, wenn du von, wo sind wir denn jetzt hier gerade? E7, E7. Achtung. Ne? 3 und 4 und, jetzt habe ich also B, E, E. Das habe ich jetzt mit dem Zeigefinger gespielt. Du kannst auch hier, ne, oder mit dem Ringfinger rüberrutschen. Fingersatz, mach einfach das, um Gottes Willen, ich will dir nicht vorschreiben, wie du Töne zu spielen hast. Mach einfach so, wie du es am besten kannst. Wichtig oder gut wäre es, wenn du den Zeigefinger frei bekommst, damit du direkt im Anschluss danach auf das B hier im 7. Bund der dicken E-Seite kommst, weil da ja dein Grundton für dein B7 ist. Hier. Okay, so, und jetzt... Jetzt kommt dieser Takt B7 bzw. Takt 9 und 10 sind das jetzt. Da habe ich auch wieder ein zweitaktiges Beispiel. Auch da kannst du jederzeit was anderes machen. Ich will dich auch nicht zuquatschen. Hier, Takt 9 und 10 steht ja auch drüber. Beispiel Nummer 3, wir gucken wieder drauf. 1, also wenn du jetzt das Hendrix-Ding spielst, dann kannst du natürlich auch hier auf der 1 und einen anschlagen, was mir eben auch automatisch rausgerutscht ist. Aber ansonsten steht hier 1, 2 und 3 und 4 und. Ne? Also nimmst du hier ein B, hier. So, und genau, damit du auf der, oder jetzt landest du auf der 4 und mit deinem A, weswegen ich hier in diesem
Fahrplan, also dem 12-Bar Blues in E, weswegen hier unten eine kleine Achtel steht mit so einem kleinen Bogen. Das heißt, das A wird eine Achtel vorgezogen. Ne? Also quasi hier 1, 2 und 3 und 4 und. Okay? So. Genau, hier gibt es auch wieder drei gesquetschte. Du kannst das auch anders spielen. Also 1, auch sonst erstmal wieder die Rhythmik nur squetschen. Und auch zählen. Vielleicht gar nicht spielen, sondern einfach nur zählen. 1, 2 und 3 und 4 und. Und 2 und 3 und 4 und. 1, 2 und 3 und 4 und. Und 2 und 3 und so weiter. Ne? Guck mal hier, also. Ne? Da, da, da. Okay, also rutschst du dann chromatisch. Ne? Hier steht dann B7, B-Flat 7. Das ist der Halbton unter dem B. Hast du auch gesehen, wahrscheinlich ist das jetzt alles doppelt und dreifach, aber ich erkläre es lieber 10-mal, als dass da nachher noch eine Frage offen bleibt. Also 1, 2 und 3 und 4 und. So, und jetzt habe ich genauso viele Töne, wir gucken wieder auf die Karte, auf unser Beispiel, den rhythmischen Fahrplan hier. Jetzt habe ich genauso viele Töne wie bei dem Stevie Ray Vaughan Riff Scuttle Button. Mein Gott, ist das eine schwere Sprache. Genau, so, jetzt kann ich natürlich genau dasselbe spielen. Aber, ich habe mir gedacht, jetzt habe ich aufwärts, aufwärts. Ich dachte, jetzt machen wir mal was abwärts. Abwärts ist auch schön, also machen wir das hier. Okay, also, ne, spielst du einfach A, G, E, D, E, A, E. Und 2 und 3 und 4 und. Damit es aufgeht, damit es rund wird. Ne? Und 2 und 3 und 4 und. Und 2 und 3 und 4 und. Was ich eben gemacht habe, das nennt sich Vorschlagsnote. Also ich habe keine Noten mehr vorgeschlagen. So, dass du ganz, also erst das G anschlägst. Ich greife hier Zeigefinger, fünfter Bund, D, Seite, G. Und mach direkt dahinter ein Hammer-On. Das nennt sich Vorschlagsnote. Also das G ist eine Vorschlagsnote und die wird ganz kurz vor dem A gespielt. Und ich habe jeden Ton so ein bisschen gezogen. So ein bisschen flat gemacht, damit das Ganze so ein bisschen schrottiger klingt, also damit das mit dem Sound der Gitarre gut zusammenpasst. Ne? So, genau, das ist das. Also haben wir das Takt 9 und 10. Ich muss gucken, dass ich den Faden nicht verliere. Es ist doch sehr viel geworden, das erste UFO. Und 2 und 3 und 4. Das kannst du auch in der Schleife spielen. Da musst du relativ schnell von der 4 und wieder auf die 1 kommen hier, bei dem B7. Da, 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 da. Also und 2 und 3 und 4 und 1. So, ich habe jetzt auch nicht alles angeschlagen. Du kannst natürlich auch die Töne, auch wenn sie jetzt hier mit Anschlägen, wir gucken auf die Karte, ne, mit Anschlägen stehen, kannst du die natürlich auch durch Hammer-Ons, Pull-Offs oder Slides erzeugen. Das kennst du alles schon. Ne? Wichtig ist ein rhythmischer Fahrplan, damit das auch wirklich alles passt. Du brauchst auch nicht unbedingt immer einen Fahrplan, wenn du ein gutes Feeling hast und auch weißt, wie das so alles zusammengehört. Und, ne? Dann spielt man es aus dem Bauch. Aber ich muss es ja irgendwie hier dir zeigen können. Und deswegen habe ich diese Fahrpläne. Okay, so, also habe ich jetzt hier zwei Takte. 9 und 10. Ne? Also 1, 2 und 3 und 4 und. Ne? Genau, zusammenkleben das Ganze hier. So, jetzt habe ich schon mal weitergespielt, hast gemerkt, was passiert ist. Also, ich habe jetzt hier meine zwei Takte B7, A7 gespielt. Dann habe ich einen Takt, das steht jetzt in Takt 11, da steht auch wieder Beispiel 1 oder 2. Gemeint ist jetzt, es ist ja nur ein Takt und ganz hinten ist ja wieder ein B7. So, da steht jetzt nur ein Takt, du nimmst einfach den ersten Takt von Jimmy oder den ersten Takt von Stevie. Okay? Und dann gehst du hin und spielst hier entweder, das ist jetzt der Turnaround, also hier die beiden letzten Takte eines Blues, habe ich auch schon mal gemacht, die teuflische Formel für Turnarounds und Blueslicks oder so. Ich, wie gesagt, ich schreibe unten diese Videos in die Kommentar- oder in die Videobeschreibung, die verlinke ich da. Dann kannst du die vielleicht nochmal angucken und mein Gequatsche vielleicht vorne wegseppen oder so. Ne? Genau, gibt ja Kapitelmarkierung. So, und hinten
steht dann hier Beispiel 4. Beispiel 4 ist ein bisschen gequetscht, die 4, aber hier steht sie. Das ist sozusagen Takt 12, steht auch drüber. Ne? 1 und 2 und die 3 und 4 und. Ne? Hier gibt es auch wieder ein paar gesquetschte. Auch da kannst du natürlich was anderes machen. Ne? Hier. Quatsch. Jetzt war ich wieder bei... Wo bin ich denn hier? So, du kannst natürlich auch den ersten, den habe ich jetzt mehr gesquetscht als getunt. Ne? Du kannst natürlich hier einmal den Grundton anschlagen. Oder einfach nur squatchen. Ganz wichtig, auch hier wieder, ne, ich falle schon wieder mit der Tür ins Haus. Erstmal sprechen, ne? Also ne, was ich sagte hier, gucken wir auf die Karte. 1 und 2 und 3 und 4 und. Auch vielleicht, wenn es nervt. Ne? Es ist gut. Alles, was du sprechen kannst, kannst du auch spielen. Ich unterschreib's dir. Ne? 1 und 2 und 3 und 4 und. Ne? So. Und dann setzt du dich hin mit deiner Gitarre, mutest wieder die Saiten. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Okay, so. Das ist dann die komplette Form. Also ich spiele es jetzt nicht nochmal durch, weil dazu ist jetzt Spiel mit mir. Das kommt ja danach, das Video. Ich setze mich nochmal ein, spiele das 1000 Mal irgendwie. Oder auch ein paar Varianten. Muss mal gucken, wie ich das mache. Weiß ich noch nicht. Das erste UFO. So, oder, weswegen ich jetzt abbreche, beziehungsweise Nummer 4 nicht nochmal spiele, du nimmst Beispiel Nummer 5. Offbeats. Das sind fast alles Offbeats. Wo du jetzt hier, steht auch aufwärts, aber das Aufwärts fängt hier oben schon an. Ne? Also wenn man jetzt hier hingeht, was haben wir hier? Geil, oder? Das hat so richtig schön diesen alten geilen Sound irgendwie. Ne? Also, ich habe jetzt gerade nochmal B7, A7. Ach, ist das alles geil. Ne? Ne? Das ist einmal dieses Lick. Dann habe ich es abwärts gespielt. Das kennst du schon von unserem Beispiel Nummer 3. Hier. Und dann quasi, da mach mal, das ist eben echt cool. Also 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. So, jetzt habe ich auch die Viertel mitgezählt. Du kannst sie auch weglassen, dass du nur 1 und 4 und. Musst nur aufpassen, dass du dann keine Zahl vergisst, sonst bist du nachher bei und 2 und oder und 3 und, das macht ja auch keinen Sinn. Ne? Aufwärts. Auch da kannst du was anderes spielen, rhythmisch sowie auch was die Töne angeht. Hier habe ich jetzt quasi nichts weiter gemacht als E, aufwärts, Fis, G, Gis. Das sind jetzt drei Töne aus der E-Dur-Pentatonik. Ne? Heavy Jam. Ne? Haben wir auch schon gehabt. Okay, aber wie gesagt, hier einfach nur, um reinzukommen hier. Also 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und... Die habe ich auch leicht gezogen, weil das irgendwie cool klingt. Okay, also haben wir die letzten 4 Takte nochmal. Achtung. Und so weiter, okay? Das gibt's dann gleich bei Spiel mit mir. Mega! Ich verspreche dir, das ist das Ding hier, das macht einen mordsmäßigen Spaß. Ne, ich habe das auch schon ein paar Mal im Unterricht gehabt. Ich sage ja hier, das sind so kleine Entdeckungen aus dem Unterricht. Die ganze Zeit habe ich hier so eine Entdeckung. Aber ich habe das natürlich für einen Schüler, kann ich mich jetzt nicht 5 Stunden hinsetzen und so einen Zettel machen. Aber weil ich die jetzt nicht auf die Webseite parke, diese Zettel, und ich wollte jetzt auch nicht 5 Seiten machen, habe ich nur eine gemacht. Und bis ich das alles zusammen hatte, das ist wie so ein Steckkasten, also so ein Stecksystem. Du kannst dir also die Sachen nehmen, du kannst sie umbauen, du kannst gleichzeitig oben sehen, was da für Griffe, also ne, ist natürlich eine begrenzte Anzahl, es gibt noch viel mehr Griffe, gibt viel mehr Möglichkeiten, Licks zu bauen und so weiter, aber dann nimm einfach deinen eigenen Werkzeugkasten und bau das aus. Das ist jetzt nichts weiter als einfach eine Idee zum Daddeln, zum richtig Jam und Spaß haben. Und wir sehen uns gleich wieder bei... Hier, zack, spiel mit mir, Hossa.